Angst ist kein guter Ratgeber in der Politik. Diesen Satz haben Sie bestimmt auch schon oft gehört. Vor einigen Jahren konnte man ihn fast täglich hören. Vor allen Dingen von grünen Politikern, die damit Sorgen von Menschen zerstreuen wollten, die sich Sorgen machten wegen der unkontrollierten Zuwanderung. Da hieß es immer, Angst ist kein guter Ratgeber. Und die gleichen Leute sagen uns jetzt, so wie Greta aus Schweden, wir sollen panisch sein, panisch wegen dem Klimawandel. Auf einmal ist nicht nur Angst ein guter Ratgeber, sondern Panik wird sozusagen zur Bürgerpflicht. Und egal, wie Sie zu dem Thema stehen, Klimawandel. Also mir persönlich geht es auf die Nerven, dass es wie aus einem Propagandalautsprecher in Nordkorea von morgens bis abends nur noch Klimawandel heißt. Und wenn man dann aber schaut, was geschehen ist in den letzten Jahren in Deutschland, dann war das alles überwiegend vollkommen wirkungslos und auf jeden Fall absolut ineffizient. Die Energiewirtschaft ist faktisch in eine Planwirtschaft verwandelt worden. Jetzt wollen die Politiker sogar die Automobilindustrie faktisch in eine Planwirtschaft umwandeln, indem sogenannte Flottenziele aus Brüssel vorgegeben werden. Also nicht mehr die Unternehmen und nicht mehr der Konsument bestimmt, welche Autos produziert werden, sondern am Schluss bestimmt es die Politik. Nur Planwirtschaft, und das wissen wir aus den letzten 100 Jahren, ist immer und überall gescheitert. Und wenn wir jetzt unter dem Vorzeichen der Ökologie in Deutschland eine Planwirtschaft machen, dann hilft das ganz bestimmt ganz und gar nichts gegen den Klimawandel.